Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video und willkommen in Margits Blumenwelt. Ja, ich habe heute wieder eine schöne neue Idee entwickelt und es geht darum, wie ich in diesem Glas Blumen richtig schön einstellen kann. Ja, weil das hat ja nicht jeder, es bindet ja nicht jeder so Sträuße, sondern wie man das ganz einfach und lässig machen kann. Aber die Details, die kommen gleich im Video, weil da habe ich mir wieder eine richtig schöne Idee für euch ausgedacht und das macht mir ja immer Spaß. Also, bleibt mal dran, gleich geht's weiter. Ja, ihr Lieben, also ich beginne ja das Video immer gern mit einer Rückschau zum alten Video. Das ist jetzt die Rückschau, die ist zwar ohne Blumen, aber man kann sich ja schon fast vorstellen. Da habe ich gesagt, da habe ich gezeigt, wie man so eine Vase, die man ja sonst eigentlich schwierig nutzen könnte, weil ja die Öffnung viel zu groß ist und weil die Blumen dann ganz schräg drin liegen, wie man die mit Hilfe von papierummanteltem Draht, ja, wie man den so schön neun Abteile an die Vase dran macht. Und da mache ich den Videolink nochmal oben rein. Da habe ich ein richtig schönes Blumenarrangement mit ganz einfachen Mitteln reingemacht. Das Wasser ist noch drin, man sieht's. Ja, und diese Idee, wie kann ich mit einfachen Mitteln Vasen nutzbar machen, die hat mich natürlich noch weiter beschäftigt. Und das ist jetzt, heute zeige ich eine Idee, das machen wir tatsächlich auch wirklich oft für Events mittlerweile. Und der Vorteil ist, also entweder ich nehme Steckmasse, muss die Steckmasse dann in ein Blatt einwickeln oder in farbigen Glas verstecken. Aber viele wollen ja auch Klarglas, das ist so ein Trend, die sagen, sie hätten gern die Blumen, hätten sie gern in Gläser. Also ein Gläser heißt entweder, ich binde einen kleinen Strauß, nicht so groß wie der, ja, aber der ist jetzt, oh, ich liebe diese Farben, der ist wunderschön. Ja, also entweder ich binde ein Sträußchen, natürlich deutlich kleiner als das, ja. Das ist die eine Variante, ist übrigens auch papierummantelter Draht hier, der hier so schön in diesem Strauß geschlungen ist und wo wir noch diesen Mohn reingemacht haben in den Strauß und einfach den papierummantelten Draht als dekoratives Element, ist auch sehr, sehr schön. Ja, entweder ich binde einen Strauß, aber es kann und will ja nicht jeder einen Strauß binden, was ja auch ein bisschen Aufwand ist. Steckmasse, ja, ist auch, viele sagen, ach, ich hätte gerne die Blüten so in die Gläser eingestellt. Und da habe ich gedacht so, was mache ich denn, dass die Blumen schön halten, ja, dass ich nicht jedes Mal eben so viel Grün brauche, so viel binden muss. Und dann ist mir so die Idee gekommen, Aludraht. Da dachte ich, Aludraht ist eigentlich was richtig Cooles, lässt sich super leicht biegen. Und dann habe ich beschlossen, dass ich mit Aludraht in den Gläsern toll arbeiten kann. Und es hat noch einen ganz anderen Aspekt. Es gibt nämlich hier, Moment, wo habe ich die hingestellt? Ah, genau. Es gibt hier noch eine schöne Tasche mit Aludrähten. Und da kann ich jetzt farblich passen zu meinen Blumen. Ja, und dann nehme ich diese Aludrähte. Nehme hier einfach jetzt mal so ein schönes, habe so einen schönen Knuddel gemacht. Ja, den nehme ich mir raus. Das heißt, ich kann das wiederverwenden. Und es ist natürlich viel umweltfreundlicher, als jedes Mal Steckmasse zu nehmen, weil
Ich hatte ein Gesteck gemacht in einem der vorigen Videos und da habe ich auch erzählt, die Steckmasse öfters verwenden ist nicht so gut, weil das ist unhygienisch, die Blumen halten nicht und Steckmasse kann natürlich auch nicht im Grünmüll entsorgt werden. Und so habe ich mir eigentlich eine umweltfreundlichere Lösung ausgedacht und habe gedacht, wir nehmen einfach Aludraht, machen das so in das Glas rein, also so. Hier so eine Rolle kannst du bei Floristik24 kaufen und der Aludraht, der rostet natürlich nicht. Alu rostet nicht, auch cool. Ja, und dann mache ich als Basis für meine Blumen einfach Aludraht ins Glas rein, egal wie das Glas ist. Ich kann das ja anpassen, egal wie groß. Dann nehme ich einfach Wasser. Und also immer gut mit Wasser füllen. Wenn man es nochmal transportieren muss, dann würde ich natürlich ein bisschen weniger füllen, ja, für den Transport und würde dann, wenn es am Bestimmungsort steht, nochmal Wasser aufgießen. Also immer mal eine Gießkanne mitnehmen, eine kleine. Und da eignen sich natürlich besonders gut auch diese Gießkannen mit diesem kleinen Auslass, ja, wo man das besser dosieren kann. Immer nochmal Wasser mitnehmen. Ich habe jetzt so eine Menge aufgegossen, die wunderbar passt und habe mir hier einfach mal so richtig schöne Blüten mitgebracht. Blüten, Grün, Schleierkraut. Und das kann man jetzt natürlich auch so in eine Vase stellen. Aber mit dem dank unseres Drahtes können wir, hat es ihr, ich mache so einen Efeu rein, nur so einen Schniebel-Efeu. Das sind jetzt die Seitenknospen von Dahlien. Und schon hat er halt, das ist sensationell. Und wie gesagt, also auch für Events, wir nehmen das so, so gerne mittlerweile oder wir gestalten das so gerne und es ist wirklich mit wenigen Blüten eine unglaublich schöne Arbeit, die man damit, Moment, mein Stiel ist in die Blumen geflogen, so, es ist mit wenigen Blüten eine unglaublich schöne Arbeit, die man damit eigentlich dem Kunden anbieten kann. Und die Aludrähte kommen leider nicht jedes Mal zurück, aber das ist nicht schlimm. Wir machen die dann neu, aber meistens bekommen wir sie tatsächlich wieder und können sie wieder verwenden. Und dann ist natürlich dieser Umweltgedanke, dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der ist dann voll erfüllt. Das ist hier eine wunderschöne Blüte, ist eine Inka-Lilie. Die riecht nicht und das ist eine Blüte, die tatsächlich auch deutlich länger hält als zum Beispiel Rosen. Benutzen wir wahnsinnig gerne aus diesem Grund. Und es gibt auch Kunden, die sagen, dass sie keine Rosen wollen. Ja, habe ich Verständnis. Und wir nehmen sie auch gern für unsere Abonnenten. So, man sieht also schon, wie ich wirklich nicht viele Blumen verwendet habe. Und es ist schon... Nee, also ich wollte auch hier diese Pitou wollte ich gern verwenden, aber ich habe gerade festgestellt, die sind zu kurz. Aber sowohl Efeu als auch Pitou ist ein sehr, sehr schönes Grün. Das ist hier jetzt Pitou. Das ist ein sehr, sehr schönes Grün für so ein Arrangement. Und worauf ihr achten müsst, ist natürlich unbedingt immer die Blätter, der Stiel, der ins Wasser kommt, der darf keine Blätter mehr dran haben. Weil Blätter bewirken ja, dass das Wasser, ich sage jetzt mal, schlecht wird oder dass das eben nicht so lang hält. Und deswegen mache ich jeden Stiel, der wird geputzt, der wird sauber gemacht und dann erst wird die Blüte eingestellt. Garmini sind sehr, sehr schön, aber um den Kopf ausrichten zu können, nehme ich Draht. Moment, der ist zu dick. Garmini brauchen einen dünneren Draht. So, den stecke ich in den Kopf ein, den Draht, und wickel den Draht um den Stiel. So, ja, und dann kann ich natürlich die Neigung von dem Kopf, die kann ich bestimmen, ja, dann kann ich, und das ist das Schöne, wenn ich die Gerbera drahte. So, ich muss mir in dem Draht natürlich immer ein Plätzchen suchen, klar, das ist logisch. So, jetzt. Moment.
Und also was ich mir hier kaum verkneifen kann, sind wirklich die Alstromerien. Die liebe ich und die füllen auch mit ihrem fetrigen Charakter, die füllen wunderschön diese Arbeit. Und wie viele Blüten ihr einstellt, das könnt ihr ja dann selber bestimmen oder überlegen. Die Menge, also es wirkt auch schon mit weniger Blüten. Und man kann natürlich auch noch ein bisschen Grün dazu machen, ein bisschen Efeu aus dem Garten holen, ja, ein paar Gräser. Also ganz, ganz lässig und ganz natürlich. Und wichtig ist auch, dass das ist jetzt von der Dahlia, die Seitenknospe, haben ja auch manche in den im Garten. Ist ja, die Dahlien sind immer wunderschön in den österreichischen Gärten. Ich liebe es. Ja, ist ein Traum. So, und dann würde ich schon fast sagen, bin ich doch schon wieder im Grunde genommen fast komplett mit meinen Blumen. Ich mache hier noch ein spielerisches Schleierkraut rein. Schleierkraut ist immer schön und immer sehr dekorativ, lässig. Und ich suche mir noch mal ein bisschen Efeu. So. Kennt ihr eigentlich das Phänomen, wenn man auf den Dahlienstiel tritt? Der macht immer, der knackst immer so extrem. Und ich hätte theoretisch noch mehr Blumen reinmachen können. Ich hatte auch noch nachgedacht hier über die schönen Blushing Bright. Das ist eine Proteinart aus Südafrika. Ja, die muss eigentlich doch noch rein, weil hier oben ist noch so ein schönes Plätzchen. Und das, oh, die gibt jetzt nochmal das kleine i-Tüpfelchen. Und wenn die jetzt drin ist, dann würde ich sagen, dann ist es auch schon, dann ist auch schon wirklich nach dieser kurzen Zeit mit diesen paar Blumen, haben wir eigentlich schon eine ganz tolle Wirkung erzielt. Und es ist eine Tischmitte, die wirklich einen Wow-Effekt hat. Ja, es ist Wahnsinn. Und dieses Gestalterische, dass ich die Blumen so schön arrangieren kann, das ist wirklich nur durch den Aludraht. Also es kommen ja, bestimmte Materialien kommen ja immer wieder in meinen Videos vor, wie manche von euch schon gemerkt haben. Und Aludraht verwende ich dann auch immer wieder. Und ich würde sagen, es ist einfach Freude, die dieses Arrangement hervorruft. Ich freue mich auch total, dass ich euch das so zeigen konnte. Und ja, so meinen neuesten Blumentrend für die Events, meinen umweltfreundlichen Blumentrend, dass ich euch den zeigen konnte. Und ich bin gespannt, ob das auch was für euch ist und ob ihr das nachmachen wollt. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich finde es mega. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich auf Rückmeldungen und ja, ganz viel Spaß damit. Holt euch Aludraht. Aludraht ist cool und ist auch wirklich schön. Der Kameramann hat es ja gerade gezeigt, ist auch wirklich sehr, sehr schön im Glas. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.